Es war ein sehr komplizierter und schwieriger Fall, der sich ja über 3 Jahre hingezogen hat. Es gab nichts im Bereich Kriminologie, Kriminalistik, was hier nicht tangiert war. Er war Volksschauspieler, Gastronom und Werbeikone. Vor 30 Jahren wurde der Vorzeigebayer Walter Sedlmayr brutal ermordet. Am Morgen des 15. Juli 1990 findet sein Privatsekretär die übel zugerichtete Leiche des 64-Jährigen. Sedlmayr ist in seiner Münchner Wohnung an sein Bett gefesselt, wurde mit Messerstichen in Hals und Nieren gefoltert. Mit Hammerschlägen auf den Kopf hat man ihn hinterrücks ermordet. Der Mord entwickelte sich zu den spektakulärsten Kriminalfällen Deutschlands. 30 Jahre später trifft Bild den ehemaligen Mordermittler Wolfgang Wilfing und den Rechtsmediziner Professor Wolfgang Eisenmenger. Da habe ich zum Walter gesagt, es ist natürlich klar, dass man einen solchen Fall sein Leben lang mit sich herumträgt. Aus meiner Sicht war das eine glatte Hinrichtung. Es waren Utensilien, 6 Utensilien, überall im Schlafzimmer drapiert. Präservative, Peitschen, Gleitcreme und solche Dinge. Und es sollte wohl bei uns den Eindruck erwecken, als hätte da etwas Sexuelles stattgefunden. Wir konnten das aber durchschauen und insbesondere konnten wir nachweisen, dass diese Utensilien, die da drapiert wurden, mit seinem wirklichen Sexualverhalten nichts zu tun hatten, weil wir dann in den folgenden Monaten 50 Sexualpartner Sedlmayrs ermittelt haben in der sogenannten Stricherszene und die natürlich völlig unabhängig voneinander ein Bild gezeichnet haben, wie die Besuche bei ihm wirklich abgelaufen sind. Man kann schon sagen, dass der Herr Sedlmayr Opfer schmerzhafter Eingriffe war, wie man es nicht bei jedem Tötungsdelikt sieht. Sedlmayr war als Schauspieler äußerst beliebt, als Paulaner Werbefigur bundesweit bekannt. Der 64-Jährige führte ein eigenes Wirtshaus am Viktualienmarkt. Beim Sedlmayr hieß der Laden. Sein Tod schockte die Menschen über Bayern hinaus. Dass Sedlmayr homosexuell war, schien die Menschen aber noch viel mehr zu schocken. Das hat man also nur in Glockenbachviertelkreisen angenommen. Aber in der bürgerlichen Szene war das unmöglich. Also da wäre er völlig weg gewesen. Da waren die Leute noch nicht reif genug. Also Walter Sedlmayr, der eigentlich aussah wie der Paradebayer, der strahlte von jeder Werbefläche herunter. Und als er dann tot war, hat Paulaner sofort diese ganzen Dinge abgeschafft, weil Vorstandsvorsitzender hat gesagt, ich kann das nicht bringen. Da von den Werbeflächen lacht er uns an und in der Zeitung, da sieht man, dass er ermordet worden ist.